Willkommen zurück zu Let's Play Evoland 2. Im letzten Part haben wir das dritte Fragment gefunden und haben eine Flugmaschine aus der Zukunft geholt, die wir jetzt Sid zum Nachbauen geben, damit er nachher seine Maschine selbst bauen kann. Ne, was wird mal? Gleich sehen wir's. Sid! Ach, ihr seid es. Ihr scheint vor der Nähe, ne? So. Da. Wahrscheinlich ganz unten. Genau, Prototyp X01. Oh! Eine Flugmaschine! Eine Flugmaschine! Eine Flugmaschine! Eine Flugmaschine! Eine Flugmaschine! Wo habt ihr die bloß gefunden? Tut nichts zur Sache. Danke! Euch verdanke ich es, dass ich meinen Traum, meinen Vater zu übertrumpfen, endlich wahr wird. Ich kann diesen Prototypen untersuchen und meine eigene Flugmaschine bauen. Das wird bestimmt mehrere Jahre dauern, doch es wird geschehen. Wie heißt ihr? Kuro? Also, das wird ein Versprechen, Kuro. Der erste Prototyp meiner Flugmaschine wird euch gehören. Legen wir los! So, ja, okay. Hat er jetzt. Und damit crasht, landen wir dann oben auf dem Alpha wahrscheinlich, wo wir sie dann wieder aufheben können. Oder so, keine Ahnung. Da ich gerade keinen anderen Hinweis habe, außer die Wikinger, und wir von dem Zeitfluss jetzt erstmal in die Zukunft müssen, mache ich das zuerst. Und schauen wir, was da im Sturmtal abgeht. Oder, was auch sein könnte, dass wir diese Maschine von selber hätte entwickeln können. Und durch das Video, die wir jetzt gegeben haben, den ganzen Scheiß beschleunigt haben. Wäre auch denkbar, weil wir verändern die Zeit ja auch zum Teil. Na, sehen wir ja gleich. Und wie gesagt, wenn wir halt andernfalls Crash landen, wir dann, nachdem wir sie jetzt benutzt haben, auf dem Alpha und der Kreis schließt sich. Weil ich meine, die muss ja auch irgendwie da hochgekommen sein. Ist ja noch kein Stück erklärt worden, was die Maschine da oben auf dem Alpha verloren hatte. Huch! Ich glaube, wir haben die Zeitlinie ein bisschen verändert. Kann mich irren. Und hallo Ness. Oder eigentlich heißt er ja Ninten. Hallo, ich habe euch hier in der Gegend noch nie gesehen. Seid ihr neu hier? Gebt mir etwas Platz, ich trainiere. Ich will so stark werden wie Kuro, der Held unseres Dorfes. Kann ich den Grabstein nicht lesen? Oder ist es kein Grabstein, sondern ein Denkmal? Hallo, Opa. Seit eurem letzten Besuch hat sich die Lage ziemlich geändert. Okay, das ist it. Vielleicht haben wir das euch zu verdanken, aber ihr wisst ganz genau, dass das keinen großen Unterschied macht. Oder war das ein anderer? Und Lukas auch noch, logisch. Hey, habt ihr schon den Alpha bestiegen? Mein Opa sagt, dass in der Höhle dort oben mal ein Hüter oder sowas gelebt hat. Schätze, dass es hinter den Felsbrocken ist, die den Weg versperren. Aber jetzt kann man nicht mehr hingehen und nachsehen. Das ist eher echt blöd. Geh mal gleich rein. Erstmal gucken wir das da oben noch an. Hi. Sogar hier verkaufen wir Waffen. Warum können die Leute nicht mal aufhören zu kämpfen? Wird es jemals einen Ort ohne Kriege geben? Einen Ort ewigen Friedens? Nein. Menschen sind scheiße. Ist so. Captain America Shield. Links Schild und den Wolf sieht... Könnte Game of Thrones sein? Oder was, was ich nicht kenne? Oder Witcher. Nee, Witcher ist das, oder? Und da haben wir Master Sword. Ist das Soul Calibur? Nee, ist nicht Soul Calibur. Soul Calibur ist dünner. Und Master Sword halt. Oder, nee, das ist nicht Master Sword, das ist Clouds Schwert. Ne? Evoland 1, wink wink. Such dir was Bestimmtes. Wir verkaufen alle möglichen seltenen Gegenstände. Windschwert. Glückskette. Angriff minus... Sehr gut. Ich meine Akte. Findet alle Truhen. Gib her. Gefunden. Der Krimskram-Sonar. Mit diesem praktischen kleinen Gerät werdet ihr alle möglichen Truhen finden. Und die Glückshalskette nehmen wir auch noch. 500 Gold. Das sollten wir 250 gefunden haben. War sie's wert. Das ist eher ein Glückshalsband, so wie es jetzt aussieht.
Aber unser Orikon-Schwert ist immer noch besser. Tja, dann fehlt bloß noch die Orikon-Rüstung. Dann haben wir alles, ne? Stichwort Kiste. Okay. Hätte ja sein können, dass da irgendwas Relevantes drin ist. Habt ihr von Kuro gehört? Er ist der Held unseres Dorfes. Er hat Cid, dem großen Erfinder und Gründer unseres Dorfes, beim Bau der allerersten Flugmaschine geholfen. Dann verschwand er, einfach so und völlig spurlos. Manche Leute behaupten, dass er ein Außerirdischer war, der in einem interdimensionalen Raumschiff hier ankam. Klingt ganz schön verrückt, findet ihr nicht? Ja, finde ich. Okay, das sieht nach einem fairen Fight aus. Die gibt nur eins, ne? Ja. Aber was immer ich jetzt ziehe, ich werde es spielen können. Außer ich ziehe einen Achter und zwei Einser. Schon wieder so ein Magietyp. Man hätte auch was Gescheites ziehen können, möchte ich kurz anmerken. So. Hinter dem Oktorak hat es, glaube ich, mehr Sinn gemacht. Na, scheiß drauf. Ach, hallo Cid. So, jetzt kommt irgendwas Großes. Danke. Na komm, ich wollte. So. Kill mal den Typen. Nicht, dass er zu viel Mana generiert und ich glaube, du bist irrelevant. Wobei ich hätte ihn vor Kuro setzen können. Fledermaus, das ist egal. Der Prophet. Hi, jetzt bräuchte ich Dalkin. Oder was zum Balken, das geht auch. Die kosten beide gleich viel, also nehme ich dich. So. Der Yoda-Baum tankt und Kuro geht face. Schön, dieser Magie-Typ. Ist das der... Ne, der sah anders aus. Hallo, Roberts. Ich muss mal spielen können, genau. Ja, gut, woanders sein geht ja nicht. Dann geht schnell mal dann dahin. Ist ja egal. Wenn er in der nächsten Runde nichts developen kann, ist das. Ne, ich habe auf beiden Lanes 5 Angriff. Das heißt, das ist so und so gegessen. Sag ich ja. Der Yoda-Baum ist vor allem echt ein guter Tank, muss man mal sagen. So. Und tschüss. Bam. Tot. Und tot. Und nochmal Mana geben. Sehr gut, Navi. Gut gespielt. Könnt ihr mich lehren, so zu spielen? Hier, dir diese Karte. Gefunden, Erfinder. Ich habe so eine Ahnung. Ich sagte, ich habe so eine Ahnung. Ja. Schade, dass ich nicht Karten wählen kann, die ich nicht ziehen will. Ich komme hier nicht rein, ernsthaft. Doch, drum, hab ich schon gewundert. Noch eine Piranha-Pflanze. Ist das ein Restaurant oder wohnt hier jemand? Ich glaube, hier wohnt einfach nur jemand. Ich habe die Hauptstadt verlassen, um hier zu leben. Die frische Luft und Ruhe auf dem Berg sind etwas Besonderes. Schade, dass die meisten Leute das nicht verstehen. Aber sonst würden alle herbeiströmen und es wäre nicht mehr so friedlich. Also ist doch gerade gut, dass es nicht alle verstehen. Entscheid dich mal, Kumpel. Schade, dass ihr keine Flugmaschine habt. Ich habe eine tolle Strecke eingerichtet und wenn ihr siegt, gibt es einen hammermäßigen Preis. Ich habe eine Ahnung, was der Preis ist. Was ist das da? Ah, dann ist das Cid wahrscheinlich. Ihr habt es doch noch so aus. Hallo, braucht ihr ein Zimmer? Halt, wartet! Ihr seid Kuro! Jawohl, der einmalige Kuro. Die Geschichten stimmen also. Seid ihr hier, um das Versprechen des großen Erfinders Cid einzulösen? Oh, ist mir doch sein Sohn. Was gibt es? Ja, Dämon. Nichts. Mein Herr, rein gar nichts. Wie soll ich sagen? Also wisst ihr, wie sich herausstellt, hat der große Erfinder Cid eure Flugmaschine tatsächlich gebaut. Und wir haben sie auf den Gipfel des Alpha gebracht, damit sie niemand stehlen kann. Doch sie scheint verschwunden zu sein. Ja, wir haben sie genommen. Es tut mir leid, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Sie war dort oben auf dem Berg und dann hat sie einfach in die Luft aufgelöst.
Doch niemand wurde beim Betreten der Höhle beobachtet. Es tut mir so leid. Es ist schon merkwürdig, dass jemand einen solchen Diebstahl gelingen konnte, Megaklink. Ja, uns. Ich möchte mich nochmals entschuldigen. Hey, ich weiß, das ist keine große Hilfe, aber ich kann euch eine Forschungsgenehmigung für die Ruinen der Magie in der Nähe erteilen. Sie bergen eine große Truhe, die noch niemand öffnen konnte. Für den berühmten Kuh sollte das ein Kinderspiel sein. Ruinen der Magie? Eine rätselhafte Truhe? Ich bin dabei. Los, Kuro, gehen wir. Wahrscheinlich war die Genehmigung auch das, was sie jetzt gebraucht haben, dass der Typ uns durchlässt. Ja, und schon ist er weg. Und so schließt sich der Kreis. Also war es doch unsere Flugmaschine da oben. Aber wie hat er die dann gebaut, wenn wir die dem nicht gegeben haben? Ach, egal. Das sieht nach einem kaputten Magiliten aus. Und hier ist die große Truhe. Und ein Magilit. Diese Truhe ist ein toller Fund. Der Beschriftung zufolge müsste der Inhalt sehr kostbar sein. Könnte das noch erkennen sein, nachdem wir suchen? Zuerst müssen wir herausfinden, wie man sie öffnet. Ist der Magilit aktiv? Ja, ist er. Mist, das wollte ich nicht. Dieser Magilit scheint anders als die anderen zu sein. Ich mache mir Sorgen, dass uns einen gefährlichen Ort senden könnte. Was, wenn wir auf einem Vulkan oder auf dem Meeresgrund landen? Was meint ihr, Kuro? Sollen wir es riskieren? Nein. Ja, finde ich auch. Man weiß ja nie. Erst will ich wissen, was da hinten ist. Das ist, glaube ich, eine Brücke. Und Brücken führen für gewöhnlich irgendwo hin. Zu noch einer Brücke zum Beispiel. Ah, eine Kiste. Was Gescheites? Somewhat? Dann haben wir hier jetzt eigentlich fast alles abgeklappert. Wir haben bloß noch nicht in die Höhle geguckt. Der hat was von... Lukas hat zwar irgendwas von einem Steinsturz gesagt, aber wir haben ja Menos dabei, also. Muss jetzt nicht wirklich sein, dass der uns aufhält. Nehmen wir ja gleich. So, Moment, hier runter. Und rein geht's. So, soweit noch alles, wie wir es kennen. Weg mit dir, wenn es irrelevant ist. Also bisher sehe ich keinen Steinsturz. So, weg. Und du auch. Danke. Im schlimmsten Fall laufen wir bis ganz nach oben und da ist dann einfach nichts. Dann müssen wir wieder runter. Das wäre ein wenig nervig. Aber wie gesagt, dieser Steinschuss macht mich doch irgendwie neugierig. Aber dieser scheiß Kristall. Der einen instant killen. Ich meine nichts gegen Insta-Kill-Kristall, aber die könnte wenigstens ein bisschen besser sichtbar sein. Wobei Insta-Kill-Sachen immer ein bisschen nervig sind. Und welche, die man gerne leicht übersieht, sind halt nochmal eine extra Ecke. Nervig. Hm. Späne, komm runter. Und du auch. Ah, nichts. Das war's wert. Aber wo ist der Steinschuss, von dem der Typ geredet hat? Hier waren wir schon, ich erinnere mich. Komm, hier hoch und dann da. Ich sehe halt echt nichts Neues. Also, würde ich das alles nochmal ablaschen, da ist einfach gar nichts oben. Das wäre ein wenig ungünstig. Fledermaus, komm her. So. Wobei die ja auch nicht mehr wirklich nennenswerte Menge Erfahrung geben, relativ gesehen dazu, wie viel für ein Level-Up brauchen. Und tap. Und tap. Also, wenn ich wieder bei Clara Loft bin und da ist immer noch nichts, dann gehe ich wieder zurück. Hallo? Danke. Die müssen eigentlich gleich kommen. So war das noch gar nicht, glaube ich. Ich hab's nur ein paar Mal gebraucht, bis ich nicht mehr gestorben bin. Dadurch hat sich ein bisschen die Länge gezogen. Das hat nicht viel getan, aber es ist doch halt ein gutes Zeichen. Ich hatte Schaden gemacht und so. Dann kann man es so und so interpretieren. Hau ab. Ich weiß noch, die Spinnen haben, als wir zum ersten Mal waren, ziemlich viel Erfahrung gegeben. Ich erinnere mich. Warten, bis er hochfährt. Und dann so rüberhoppeln. Das war keine Absicht.
Das war jetzt nicht so dolle. Okay, ich muss springen, wenn er ein bisschen weiter oben ist. Hau ab, Spinne. Ne, die Spinnen schaffen es auch nicht mehr, in Erfahrungsbalken bewegen zu lassen. Ich sollte nicht springen, wenn die gerade ganz unten sind. Halt echt nicht. So, hochfahren lassen. So. Hochfahren lassen. Und rüber. Geht doch. Man kann sich auch anstellen. So, jetzt müsste ich schon mit Clara Loft kommen. Kann ich mit dieser scheiß Fledermaus sterben gehen? Yikes. Auch daran erinnere ich mich. Komme ich überhaupt wieder gescheit runter? Ich bezweifle es gerade so irgendwie. Ich glaube, ich kann einfach nur deswegen nochmal rein, falls ich hier irgendeine Truhe übersehen habe. Was natürlich schön ist, aber... habe ich halt nicht. Also, hoffe ich. Also, nee, jetzt hoffe ich schon fast, dass ich die Truhe übersehen habe, weil... dann wäre das hier nicht komplett für den Arsch, was ich gerade mache. Was nämlich garantiert sein wird. Und trotzdem laufe ich weiter. Wahrscheinlich, weil es jetzt eh zu spät zum Umdrehen ist. Ja, das klingt nach einem Argument. Gut. Dann habe ich eine Rechtfertigung. Yay. Was echt? Wie kommt denn hier noch? Also, ich dachte eigentlich, so viel kommt hier gar nicht mehr jetzt. Hä? Scheiß Spinnen. Okay, erst rüberlaufen, wenn die Dinger gerade direkt erscheinen. Das war ein Delay. Goro! Menos! Die machen das gleiche Geräusch wie die aus Evoland 1, wenn sie sterben. Wenn sie getroffen werden. Schönes Detail. Aber nur diese Stachis aus irgendeinem Grund. Das ist nicht exakt das gleiche Geräusch, das ist ein ähnliches Geräusch. So, den ich nur immer mal gekonnt. Gekonnt, versteht sich. So, jetzt müsste Clara Loft kommen. Genau. Warte, ich ging hier um aufspielen, sehe ich gerade. Die macht uns 100 pro platt. Ihr habt ja 30 AP. Brauchen wir gar nicht erst versuchen. Ich will das nicht nochmal machen, ich will aber jetzt auch nicht zurücklaufen. Toll. Ah, shit. Im Zweifelsfall spule ich vor. Wenn es zu lange dauert. Oh, komm schon! Ich weiß schon, man muss immer proaktiv springen, ne? Das ist auch so ein bisschen das Nervige hier. So, 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 so. Geht doch, meine Herren. Au, 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 au. Durchfräsen! Aber es können. So, und wir haben schon die Hälfte von dem Zeug wieder drin. So ausgegeben hat fürs Amulett. Die hatte ich irgendwie vergessen, diese Stelle. Hier nämlich die Zahlen komplett geboostet zu sein. Kriege ich die mit mir aus irgendwie kalt? Nee, keine Chance. Gut, dann muss ich mich echt mal gut anstellen beim Springen. Könnte schwierig werden. Weil ich nämlich die Tendenz habe, ein bisschen eilig zu haben in solchen Situationen. Und wenig Geduld zu haben. Das hätte man besser formulieren können. Genauso wie man diesen Pilz hätte sehen können. Kriege ich den irgendwie von hier aus kaputt? Vielleicht, wenn ich ein bisschen länger auflade. Auch hier erinnere ich mich noch. Ich glaube, das ist aber nur für eine Kiste. Sau ab, du scheiß Fledermaus. So, hoch. Sprung, Sprung, Sprung. Hoch. Safe Point. Spinnen. Tot. Hoch. Menos.
Stachy. Hoch, genau, da nicht nur die Kiste. Hey, wir haben es geschafft. Hat auch nur die komplette Folge gedauert. Und hier ist, Überraschung, nichts. Oh, doch, hier ist eine Kiste. Oh, es hat sich doch gelohnt. Yay. Stern. Nein, B+. Was ist B+? Wieso bin ich hier? B+? Wer ist B+? Ich weiß nicht, was B+ ist, aber es ist eine gute Karte. Ach, die haben wir hier bei dem Flugding, genau. Ich habe jetzt keinen Quickpoint nach unten, oder? Oder komme ich jetzt einfach... Nein. Ich muss alles wieder runterlatschen. Wow. Das ist, wir sehen uns im nächsten Part, würde ich sagen. Wobei, runter geht's ein... Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. I'm not going to be able to do that.